Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. Bevor es gleich losgeht, nochmal eine Kleinigkeit wenn es einen interessiert, so die kleine Details, sonst spult einfach mal 5 Minuten vor. Und zwar, ich habe eben mal einfach eine ganze Reihe von Anfangsspezialisten, also die Anfangskarten, die man am Anfang auswählen kann, habe ich einfach mal in Excel eingetragen und mir dann ein paar mit denen gestartet, guck, was die Werte sind, ausgerechnet, was man rausbekommt aus so einem Spezialisten, bla bla bla, wie die verteilt werden. Und da sind mir ein paar Sachen bei aufgefallen. Nichts davon ist wahrscheinlich weltbewegend, aber ich wollte es kurz mal diskutiert haben, ganz, ganz schnell. Und zwar, alle Truppen, die man am Anfang bekommt, egal welche Kombination die ist, sind immer 700 Punkte wert. Ja, das ist plus eben das, was man dann eben später noch dazu bekommt. Ja, also wenn man irgendwie einen Marksman dazu bekommt, hat man natürlich mehr als 700, ne? Aber die Anfangsarmee ist sonst 700 immer wert. In der ersten Runde hat man dann quasi 900 Punkte, wenn man 200 Einkommen hat, in der zweiten Runde 400, ne? Da kann man was draus basteln, wenn man möchte. Ich habe noch nichts gefunden, was Sinn macht, von daher, ich wollte es nur mal zahllos werden. Interessanter vielleicht ist, dass all diese Fertigkeiten, bei allen Durchgängen, die ich getestet habe, war das so, dass ich immer andere hatte als der Gegner. Also das heißt, wenn ich sage mal diese ersten vier, ne, Rhino, Giant, Heavy Armor, Marksman, wenn die bei mir im Angebot waren, hatte der Gegner genau die nicht im Angebot. Ich glaube auch nicht, dass man da was rausziehen kann, aber es war vielleicht nochmal eine Information, die ganz interessant war. Die Einheiten waren immer gemischt, also jede Karte konnte es mit allem Möglichen geben. Hier habt ihr zum Beispiel die Supply-Karte in dieser Kombination und dann dieser Kombination. Er ist immer eine Tier-1-Einheit mit einer Tier-2-Einheit gemischt, ne? Also da ist nichts Weltbewegendes dabei. Genau. Und dann habe ich nochmal die Werte der Karten so ein bisschen durchgerechnet. Das ist aber nur sehr schwer zu sagen, weil es kommt darauf an, wie die Karten benutzt, die Spezialisten, um zu sehen, was im Wert hier rausholt. Ja? Also der Marksman zum Beispiel ist 200 Punkte wert, der Level 3 Marksman, der kommt. Der Rhino ist 350 wert, scheint also schon ein bisschen besser zu sein. Dafür kommt er ein bisschen später. Ne? Und wenn ihr 350 auf die Hand haben wollt, müsst ihr Verkaufsknopf klicken. Ansonsten müsst ihr den so einsetzen, wie ihr könnt. Der Gegner ist vorbereitet. Ne? Giant, wenn ihr alle freischaltet, 100 bis 700. Wenn ihr nur einen benutzt, 100. Ne? Und genau, Heavy Armor, schwer zu sagen, wie es macht, ne? Elite, wenn man es jede Runde benutzen würde und so, ne? Also ihr seht schon, ihr könnt eigentlich mit den Zahlen relativ wenig anfangen und da macht das auch keinen Sinn. Ich habe alles nur mal so ein bisschen aufgetragen, um nachzudenken, ob man irgendwie systematischen Nutzen daraus ziehen kann, weil es Leute gibt oder ganz viele gibt, die eigentlich bei diesen Spezialisten- und Einheitenauswahl sehr lange nachdenken. Da habe ich das Gefühl, dass die vielleicht irgendwie einen Plan haben, aber mir schließt sich, wenn ich mir das angucke und darüber nachdenke, nach so und so vielen Hunderten von Spielen, nicht, dass man das irgendwie systematisch machen kann. Ihr könnt mal beischreiben, ob ihr da eine Idee sonst habt, aber ich habe mal einfach versucht, Sachen zusammenzutragen und ich kann daraus nichts rausholen. Ja, muss man vielleicht auch mal loswerden. So, dann noch eine Sache, die ich interessant fand. Man kann an Giant splitten. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand gewusst hat. Ich weiß nur, dass das 0% der Spieler spielt. Ja, also der Split, ich zeige es mal gerade. Der Split ist ja so wertvoll, weil dann aus dem einen Crawler auf einmal sehr viel mehr Tankies rauskommen, ja? Also der tankt dann wirklich massiv mehr Schaden und die splitten jetzt hier einfach, ja? Das heißt, man könnte das eigentlich öfter benutzen. Normal benutzt man den Split am Headquarter und dann hat sich das, aber mit einem Giant kann man das noch kombinieren und kriegt dann sehr viel mehr raus. In dem Fall macht es nicht so viel Sinn wahrscheinlich, aber ne? Man kann die splitten da dran, das ist mir, wollte ich einfach mal getestet haben. Ich selbst benutze es eigentlich auch nicht, aber sollte man vielleicht mal ein Auge drauf haben, ob man das nicht systematischer anwenden kann. So, ist immer genug gehaspelt, jetzt zocken wir einfach. Also tut mir leid, dass ich nichts habe, was zielgerichtet ist, aber ich wollte einfach mal die Findings präsentieren und falls ihr Ideen habt, was man daraus basteln kann, go go. Ich wollte mal halt Anfangsaufstellungen und sowas anschauen, ob man da was machen kann. Aber wenn die halt alle so komplett durchgewürfelt sind, ja, da gar kein, gibt es kein System, wo es irgendwie anwenden können gegen den Gegner, glaube ich. Naja, was soll er daraus machen dann, ne? Könnte man jetzt 30 Anfangsaufstellungen diskutieren, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Das ist besser, die Basic-Mechaniken zu kennen. Vielleicht hat es ja trotzdem ein bisschen den anderen interessiert. Die Excel-Tabelle, die ihr gerade gesehen habt, ich kann es nochmal gerade hier zeigen. Die hier, da gibt es noch ein paar andere Daten, die ich eingetragen habe. Die ist bei meinem Patreon abrufbar. Die ist da verlinkt. Ne? Da habe ich so einen Artikel mal zugemacht, falls da einer genauer nochmal reingucken möchte. Die werde ich immer weiter erweitern in den nächsten Wochen, Monaten. Ne? Das trage ich alles in dieser einen ein. Falls ich irgendwann wieder tolle Sachen habe, ist dann alles bei Patreon zu finden. So, jetzt. Was machen wir denn? Also rein theoretisch ist Cost Control halt, ne? Gute Knete. Rein theoretisch sollte es auch wenig ausmachen. Praktisch kriegt er mir sehr häufig auf die Fresse und praktisch sind Fangs einfach scheiße. Zumindest im Early Game. So, also für mich sind das deswegen weniger Karten. Das Beste ist Aerial, aber ich soll ja, müssen wir Aerial jetzt machen. Dann muss jetzt leider vielleicht doch der Phönix kommen, weil rechts ist auch keine Option, weil da ein Fang bei war, sonst hätte ich es gerne. Ne? Ich versuche ja den Phönix ein bisschen zu umgehen, aber lange halte ich das wahrscheinlich nicht durch. Finde den einfach zu gut und kenne mich auch zu gut damit aus. Das ist ja ein Vorteil, den ich sonst der Hand gebe, das ist jetzt ein guter Gegner. Genau. Ja. Tja, Modelltanks, ich meine, der tötet die ja eigentlich schon, obwohl das dagegen gut wäre.
Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt den Phönix dazu hole, ich mache es jetzt trotzdem, dass wenn der jetzt mit Crawlern kommt, dass ich relativ lange brauche, um die abzuknallen. Ich gucke mal, ob ich die in die Mitte baiten kann ein bisschen. Am Anfang übrigens, weil ich jetzt immer häufiger mir angucke, ist, weil es so populär geworden ist, da kommt gleich meiner raus. Kann der Gegner, also will der Gegner sich vorne aufstellen oder weiter hinten aufstellen? Ne? Das ist das Erste, was ich mir angucke. Wenn er verschiedene Geschwindigkeiten hat, heißt das in aller Regel, dass er sich nicht vorne aufstellt. In aller Regel, ja. Und entsprechend kann ich mich dann auch aufstellen. So. Also ich würde mich weiter hinten aufstellen, wenn er sich so aufstellt. Deswegen stehe ich jetzt hier. Wenn er sich vorne aufstellt, dann würde ich vielleicht auch die ganze Armee da vorne hinstellen, ja. Also würde ich auf jeden Fall nicht so weit hinten stehen, weil wenn er dann da vorne steht, dann nicht selten wird er im Kampf noch den Headquarter von euch snipen. Da gucke ich jetzt ein bisschen mehr drauf. Ich muss dazu aber noch ein paar Untersuchungen machen. Ja, so nennen wir das mal. Aber ich habe auch vor, jeden Tag meinen Namen zu ändern. Das ist, glaube ich, gesünder, weil es doch eine Reihe von Spielern gibt, die meinen Namen inzwischen kennen und dann wissen die auch. Also ich mache ja so viele Videos, da weiß man, dass ich zum Beispiel die in die Einheit lieber spiele, ne? Oder die Strategie gerade anwende, den Anfänger kennen. Und da werde ich jetzt jeden Tag meinen Namen ändern. Ist ja nicht viel Arbeit, morgens immer im Steam ändern, fertig. Weiß nicht, Dr. Jones. Von Indiana Jones, der Junge. Ja, nur der letzte Kreuzzug, übrigens einer der besten der beste Indiana Jones-Film, meiner Meinung nach. Den neuesten habe ich gar nicht angeguckt, weil der vorletzte schon scheiße war. Also, da habe ich nichts für über. Aber der neueste, der Last Crusade, der war richtig geil mit John Connery. Habe ich damals im Kino gesehen als Kind. Richtig toll. Da ist übrigens auch Fanservice drin, passend zu Indiana Jones, wie es passt, ne? Und wie er seine Peitsche kennengelernt hat und Angst vor Schlangen bekommen hat und so, nicht wie bei den dummen Solo-Filmen, wo dann alles verhunzt wurde. Da kann man sich ein Beispiel dran nehmen für moderne Filme. Da geht mit Fanservice, ohne dass man kotzen muss. So, aber jetzt mal wieder das Spiel konzentrieren. Arclight Range verbessern. Ja, so richtig tanken werden die eh nicht, wenn die aufgeladen sind. Von da ist das, glaube ich, kein schlechter Call. Modelltanks. Könnte man wahrscheinlich auch dabei packen. Ich kann auch so einfach seine wegräumen, ne? Also ich habe ja jetzt die Dinger, dass sie nochmal ein bisschen schneller schießen. Ich packe nochmal einen dazu. Bisschen innen mehr mittig. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass jetzt Satelliten kommen. Da habe ich jetzt zu schnell geklickt, ne? Also jetzt bin ich mindestens einen Panzer los, könnte ich mir vorstellen. Ja, jetzt gibt's 1, 2, 3, einen auf die Fresse. Nicht? Okay. Das war ein bisschen zu riskant mit dem Satellit. Da hätte ich jetzt ein bisschen gepokert. Aber auf der anderen Seite, ich muss nächste Runde Fängs wahrscheinlich dahin stellen. So, ich gucke mal gerade bei ihm die Satelliten. Eventuell kann sich hier einer lohnen, auf dieser Höhe ungefähr. Im Moment tendiere ich eher zu einem Rage. Ich bin normalerweise der Meinung, dass man in jedem Spiel Modelltank holen sollte. Vielleicht wäre es ja auch sinnvoll. Ich könnte es aber jetzt noch als Joker verwenden, weil er dann die Arclights keinen Range vergibt. Das macht ja keinen Sinn. Und dann kommen sie irgendwann und dann hätte er Range gebraucht. Jetzt kriege ich den rechts nicht mehr. Ich würde jetzt wirklich mal bei den Panzern weitermachen. Weil es ein hohes Investment. Der Steeball auf der rechten Seite braucht eine Packung, offensichtlich. Da ist drei. Ja, mal gucken, ob ich jetzt nicht übernommen habe. Kommt jetzt auch das Gewitter. Bei mir wird er mehr treffen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil das macht 2,5 pro Schaden und ich habe 2,2. Das heißt, der vernichtet jetzt die gesamte Armee. Einer da hinten, der hält halt ein paar Treffer aus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn ein paar Mal treffe, ist halt gering. Und da gibt es diese Runde fett einen auf die Fresse. Aber jetzt Schildespam hätte auch nicht geholfen, weil die wären dann geschwächt worden und der Rest der Armee hätte die weggepustet und dann hätte ich nächste Runde Geld weg gehabt. Genau, alle Panzer mit einem Angriff weg. Zumindest kann ich ein Level 2 da nochmal treffen. Die Panzer gewinnen sogar gegen Level 2.
Ich hätte gedacht, dass das schlimmer ausgeht, die Runde. Also gut ist nicht ausgegangen, aber ne, hätte ja auch schlimmer sein können. Ich habe alle Level 2 bekommen. Das in sich selbst ist schon viel wert. Der hat aufgelevelt. So, und jetzt die Frage, ob ich mir das mit Modelltank noch beischieben kann. Mustang, okay, der will doch super Heavy Armor gehen. Also die Panzer natürlich nicht gut, ne, wenn der Heavy Armor ist der Gegner. Ja, ich brauche halt jetzt richtigen Schaden. Ich glaube schon, dass die da hinten die richtige Antwort sind. Also, da gebe ich glaube ich nichts mehr aus. Wobei, das kann man noch machen, das kostet ja nicht viel. Dann kann ich auch mal ein Schild abfangen hier. Genau, wir one-shotten jetzt hoffentlich alles. Hier auf der mittleren Höhe. So, jetzt habe ich eben nicht genau hingeguckt. Aber der Crawler ist neu im Zentrum, ne? Ja, die splitten einfach alle. So, was habe ich eben gesagt, wo der gut wäre? Hier ungefähr. Dann treffe ich aber den mittleren. Aha. Richtig geraten. Aber war geraten, keine Frage, ne? Jetzt gucken wir mal, ob der was anrichtet. Zu weit hinten gesetzt. Ja, die Panzer sind Rage weiter vorgefahren. Jetzt! Oh, nice! Guckt euch den Hauptgewinn an! Das kann ich jetzt jede Runde machen, weil er da nicht schilden kann. Das kann ich übrigens auch links machen. Naja, aber das läuft noch nicht gut. Also wahrscheinlich sollte ich echt überlegen, einen Splitter reinzupacken. Es lohnt eigentlich immer, ne? Ich pack den jetzt dazu, den Splitter. Ah, ich gewinne sogar mal eine Runde. Ja, ist der Satellit gewesen. Voraussetzung, die kriegen den. Ja, das war auf jeden Fall der Satellit. Also ich versuche den jetzt links und rechts hinzusetzen, so dass der halt nicht auf der gegnerischen Seite einschlägt. Das scheint ja gerade eben noch zu passen. Es sei denn, der packt jetzt nochmal einen Crawler davor. Mal sehen. Shield Device. Ja, Shield mache ich eigentlich öfter. Kann seine Modelltanks noch töten, aber das ist, glaube ich, ein bisschen viel dafür. Okay. So, jetzt holen wir die dazu. Eine Runde Überraschung. Kann ich die vielleicht sogar hier reinziehen jetzt, wenn ich hier hingehe, dass sie wirklich gemeinsam an den rankommen mit allem? Ah, den dafür zu opfern, ich weiß es nicht, ob das sein muss. Bringt da auch nochmal einen raus. Na, soll ich das nochmal schilden? Dann überlebt er das zumindest, auch wenn das ein bisschen teuer ist jede Runde. Mehr Schaden für die Steel Balls. Ja, gucken wir, ob wir jetzt da reinkommen. Jetzt geht er auch richtig tanky. Ja, leider sind jetzt bei denen die Waffensysteme aus, sonst würden die einfach alle one-shotten. Die Steelbolts kann man schon sehr gut knacken mit den Phoenix, ne? Aber nicht, wenn jetzt hier der Charge Shot aus ist mit diesem Regensturm da gerade. Dann braucht man ein bisschen zu lange. Also ohne den wären die, glaube ich, hätten sich da durchgehackt. Also das ist der Nachteil der Phoenix. Man kann die halt nicht gegen Luftschläge irgendeiner Art beschützen. Ne? Da muss man leider durch. Hat noch ein paar Modelltanks geholt, der Freund. Ich glaube, die Marksmen kamen hier vorne immer raus, ne? Eben. Kann ich ja vielleicht wegburnen. Da steht der und dann kriege ich vielleicht den da oben auch noch hier. Naja, das Problemmoment ist, dass sie die Crawler zu langsam töten und die Steelballs nicht gut sind und auch nicht gut tanken. Also im Grunde genommen sind die mein Schwachpunkt im Moment. So.
Ich habe die EMS-Schüsse auch nicht mehr drin, um das alles auszuschalten, was der könnte. Naja, der Super Tanky da oben. Suchen das auf jeden Fall nochmal. Ich muss mal gucken, wie gut die treffen. Genau. Ja, ansonsten ein bisschen schwierig gerade. Die Seite einfach mal komplett verzögern hier. Der Kampf ein bisschen später stattfindet. Man hält ja dann 2 Runden die Verzögerung. Oh, Dreckschild, ey. Naja, links und rechts, oder zumindest rechts mal ein Dings aufstellen. Links wird wohl gebühren. Räder geholt. Ja, wie gesagt, die Steelbolts, die gehen jetzt alle drauf, also das machen die Phönix ohne Probleme. Aber die paar Crawler, die da über sind, die nerven ein bisschen. Rechts halt auch schon, ne? Also im Öl war witzig, ne? Ich habe das, glaube ich, zu sehr connected, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, Pech gehabt, aber er geht durchs Feuer. Er ist schön langsam. Naja, also das mit den Crawlern an den Flanken müssen wir nochmal üben. So, meine große Schwäche ist immer, dass ich zu spät jetzt Giants mache. Gerade bei Runde 7 könnt ihr das nicht mehr Micro mit den Kleinen. Also ich muss jetzt mal überlegen, Giants zu holen. Aber welchen Giant holen wir dann, ist die Frage, ne? Das ist jetzt der tricky Part, finde ich. So, jetzt mal dem Marksman hier was zum Ballern geben. Ich weiß, es ist sehr teuer. So, und jetzt irgendeinen Giant erzwingen. Ist natürlich immer tricky. Ich wüsste halt auch nicht welchen. Ich glaube, also ich mache lieber nochmal noch mal eine Gruppe Panzer links, rechts. Die holen ja auch die Crawler weg, ne? Das passt dann schon, das kriegen die auch schon hin. Und dann mal eine Runde Reichweite ausgeben. Und noch einen von den kleinen Scheiß an. Können wir die da oben mal eine Runde ablenken? Das geht nicht, ne? Na gut, aber die Artillerie können wir zumindest ablenken, also dass hier alle mal auf den schießt. Krieg sogar 2 Salven daraus. Ein bisschen Glück. 2 Salven ist immer gut. Ja, 2 Salven. Nice. Meine Phönix an den Flanken konnte ich ein bisschen mehr geben, vielleicht. Er hat ja Gott sei Dank nur 3 Arclights im Moment. Ja, die Satelliten lohnen sich eigentlich nicht. Ja, die Schilde machen sich bemerkt, ne? Vielleicht zu wenig wegen seinen dreckigen Schilden. Aber der Gegner hat es für 300 Punkte Schilder weggegeben. Also ohne die hätte er die Runde abgegeben. Ist die Frage, ob er das jetzt jede Runde machen möchte. Ich muss mich trotzdem noch um den Giant kümmern, ne? Oh, das ist natürlich jetzt nice. Jetzt habe ich natürlich nicht die Details angeguckt, aber ich glaube, ich kann mich da jetzt schon drum kümmern, dass ich in die Seite ziehe. Schwierig jetzt hier, ne? Wieder so viel Spam von allen Seiten. Also auf jeden Fall nochmal einen, der die Artillerie ablenkt. Kurz einen Beacon dazu.
Sturm wird sicher geschildert, das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Ich will jetzt alle Schilde diese Runde, das wäre für mich sehr unangenehm. Ja, Giant, ganz schnelle Entscheidung zum Giant treffen. Ist natürlich super. Also ich will mich zwingen, Giant zu machen, sehe aber gar keine sinnvolle Lösung für Giant, weil die ja gleichmäßig aufgeteilt sind. Also die beste Lösung ist eher Artillery-Spam jetzt hier vorne. Und hoffen, dass die halt hier ordentlich mitballern. Super, mehr wird das nicht. Und so richtig geil ist das aber auch nicht. Ja, jetzt habe ich Geld über. Geld über. Das ist natürlich immer eine Katastrophe. Ja, Zeitmangel. Also ich konnte weder den Gegner analysieren noch selber einen ordentlichen Plan machen. Das übliche Spiel. Also wenn ich nicht ab Runde 6 spätestens anfange, Giant zu spielen, habe ich Zeitmangel, um mein Geld sinnvoll zu investieren. Was einfach, ne, dazu, dass die Giants natürlich auch kosteneffizient sind, gerade am Schluss, ist einfach eine Frage der Steuerung. Ne? So, hat der Gegner weniger Schilde gesetzt? Kann das sein? Und jetzt, wo ich sehe, fällt es mir auf, Wespenspam wäre die Lösung gewesen. Die einzige Flugabwehr sind die paar Marksmen, die aber völlig zu viel zu tun haben, gerade wo die Feuerrate sich jetzt hier links verlangsamt hat. Ne? Also, ja, hätte ich das halt, ne, die Zeit gehabt, dann hätte ich mich für Wespe entschieden und die Runde nach Hause geholt. War wohl nicht die schlimmste Runde, aber auch nicht die beste. Wespe Upgrades go go. Zeitmangel ist echt ein riesen Albtraum für mich persönlich. Naja, jetzt hier ohne Denken einfach rein. Gerade die Marksmen alle wegsnipen, wenn es geht. So, Wespe. Upgrade. Elite, damit die auch irgendwas machen. Meere holen. Kredit. Schilde. Und dann alle Sniperschüsse tanken lassen. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Und die mit meinem Beacon da rein steuern. Er kann die ja nicht wirklich abknallen, ne? Hat auch Wespen geholt. Naja, hast du die gleiche Idee. Das ist ein bisschen das Problem, aber ich habe zwei. Mal gucken. Die Marksmänner und die eine Wespe. Komme ich da schnell genug durch? Hat auch Level 2, ne? Bei deinem Schilde. Ich könnte das so gerade eben noch schaffen. Aber wenn die Marksmänner hier sterben. Ach, ich habe das falsch gesetzt, ich Noob. Oder? Das war nämlich wichtig, weil die holen ja meine Dings ab. So, ich komme da glaube ich durch. Und der ist auch beschäftigt. Das könnte sich richtig gelohnt haben, die Flanke. Denn Adri habe ich auch. Und noch ein Marksman. Ja, das war glaube ich sehr episch. Das war sehr episch. So eine gute Runde. Er hat natürlich noch viele Lebenspunkte. Wir gehen ja in die harte Verlängerung. Ja, würde jetzt recht zwei Satelliten spielen, mehr Wespen oder ein Mustang, gell? Das wäre so die Frage. Oh, ich habe wieder mein Spielzeug. Gigantisches Zeitproblem. So. Ich denke, dass da Mustang stehen können. Da sind die nämlich rechts tot, wenn ich das so mache. So, den kriegen die jetzt ein Bomber-Upgrade. Und wenn die dann tot sind, die Viecher, dann will ich da reingehen. Ich mache das jetzt mal so, damit die im Satelliten vorbeikommen.
Ihr wisst natürlich nicht, wo das nachher schildert. Ne? Deswegen muss man das leider so ein bisschen überlappen legen und hoffen, dass es anbrennt. Sonst macht das, funktioniert das nicht gut. So, Zeitlimit. Falls ein Satellit da sein sollte. Der Stress ist real. Ah, schade, er hat keinen Mustang geholt. Dann hätte ich ihn jetzt flambiert. Normal holt man halt Mustangs da, aber der wollte das wohl ohne Mustang machen. Hat jetzt da ein Satellit hingesetzt und besten. Das wäre so schön geworden. So, meine Bomber fliegen jetzt hier rechts durch. Hier, die sind allerdings sehr tanky, die Freunde. Und der ist eine Bomber-Upgrade, das ist ein bisschen schwer für die Besten. Ich bin aber dann durch. Also, dass ich den Kampf direkt gewinne, war ja dann klar, wenn er eigentlich keine Flugabwehr dazu stellt. Bin ein bisschen überrascht tatsächlich. Muss mir gleich mal eine Aufnahme angucken, aber eigentlich war das vorhersagbar, oder? Dass er zu wenig hatte. Und da fliegen die guten Stücke. Ein hübscher Anblick. Ein sehr hübscher Anblick. Wie ihr habt gegen mich gewettet, Mann, immer dieses Misstrauen. Ein hübscher Anblick. Ich hoffe, es ist vorbei. Ich will dich noch eine Runde. Ich will dich noch eine. Danke. Am besten wäre da sehr hart bestraft. Okay. Ja, jetzt lass mal kurz analysieren. Also, was hat er sich denn gedacht, warum er den Kampf da oben gewinnt, oben rechts? Weil er hat ja einen Satellit hingepackt. Und klar, dann war das Schild weg. Vielleicht sogar von beiden, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. 40.000 Schaden, 13. Also, er hat wahrscheinlich gesagt, ein Satellit und zwei Wespen reichen aus, um die alle zu besiegen. Aber es war ja offensichtlich nicht der Fall gewesen, ne? Ich vermute mal, er hat gedacht, dass der Satellit mehr Schaden anrichtet, was er nicht gemacht hat. Und wenn ich hier unten Aggro ziehe, dann sind die ja durchgeflogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt spielentscheidend war, aber auf jeden Fall, ne, war das überraschend. Weswegen halt auch mein Feuer ins Leere gegangen ist, muss man sagen. Ne? Den Mustang hätte ich gerne abgeknallt, den ich da erwartet habe. So, ansonsten, jetzt lass mal kurz gucken, wie gut die Wespen waren. Das ist immer so eine Frage, die einen neugierig macht. 36.000, 38.000, 33.000, 13 und 40.000. Und die hat 44.000 gemacht. Also sind schon hervorragende Zahlen für so eine Einheit. Ne? Er hat halt wirklich im Grunde genommen gar keine Flugabwehr nachgekauft. Also der Teil, ne? Der hat seine Wespen gekauft, hat dann noch eine Wespe jetzt am Schluss gekauft, eine vierte, aber kein zweites Upgrade vergeben, wenn ich das richtig sehe. Und ja, die Marksmen, ne? Die sind ja gegen Wespen sehr schlecht, besonders weil er die halt in der Schussrate langsamer gemacht hat. Obwohl es in dem Falle vielleicht sogar hilft, weil die Wespe eh zweimal anschießen muss wegen dem Schild. Ne? Aber in Summe braucht er trotzdem sehr lange, um die abzuknallen. Also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, was er die letzte Runde gekauft hat, der Gegner. Vielleicht hätte er auch einfach ein Zeitproblem gehabt wie ich und dann auch einfach klick, 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 klick und dann hat er irgendwas vergessen. Also ich könnte es jetzt gar nicht, bis unten hin, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was er letzte Runde gemacht hat. Es sieht für mich aus, als ob er alles aufgelevelt hat, weil guckt euch mal die Level von denen an, wie die alle eingefärbt sind. Bei mir ist alles, fast alles blau bis Level 1, ja. Ganz selten mal was mit mehr Level bei. Und bei ihm ist alles eingefärbt. Der ist einfach auf mehr Schaden gegangen. Aber ich glaube, entschieden wurde das von den Wespen, das Spiel. Also, und da hätte der Flugabwehr wahrscheinlich gebraucht. Ja, keine Ahnung, was er am Schluss gemacht hat. Kein Plan. So, das war auf jeden Fall die Geschichte. Ja, also mein Eindruck war jetzt gewesen, dass die Panzer hier, wohl letzte Runde haben die auch alle 40.000, 50.000, ne? Haben die richtig Schaden gemacht, die Panzer. Also die haben sich auch richtig gelohnt. Ich glaube, der hat hier vorne den noch geholt, oder? Also mein Eindruck war auf jeden Fall gewesen, dass die Panzer am Anfang nicht gut waren. Jetzt am Schluss habe ich nicht mal gesehen und Überblick verloren. Und die Dinger da hinten, die haben offensichtlich gar nicht so viel gemacht. Ne? Die sollten ja die Steeballs knacken. Der hat tatsächlich mitgemacht. Ja, man muss das im Replay nochmal angucken, die letzte Runde. Aber die Wespen, würde ich sagen, die waren definitiv die Siegereinheit. Das hat gut funktioniert. So. Ich werfe heute dann auch erstmal weg, noch meine Punkte kassieren, die große Belohnung und allen ein bisschen. Und damit bin ich weg. Ciao, ciao.